Ja, bin ich jetzt da? Ich hoffe. es ist 2 Minuten zu spät, es tut mir leid, aber ich musste jetzt irgendwas installieren und das noch alles einrichten, aber jetzt bin ich hoffentlich da. Ich hoffe. Ich muss jetzt hier erstmal gucken, weil ich habe gerade so viele Fenster hier offen im Internet. Ja, bin ich jetzt da? Ich hoffe. es ist 2 Minuten zu spät, es tut mir leid, aber ich musste jetzt irgendwas installieren und das noch alles einrichten. Aber jetzt bin ich. Ah, okay, das war gerade ich. Ich habe mich selbst gerade gehört und angesehen. Okay, so, dann hätten wir das ja. So, das tue ich jetzt mal auf zur Seite hier. Ich muss jetzt hier erstmal noch ein bisschen mehr einrichten. Moment. ja, es ist echt schreckliches Wetter hier in Sachsen, deswegen finde ich es eigentlich recht toll, dass ich heute mich dann mit dem Hangout beschäftige. Und ja, ich werde jetzt hier mal einen Link kopieren und den euch geben. Und zwar werde ich den auf Twitter und Facebook und so geben. Und ich hoffe, es ist der richtige, sodass ihr dann auch hier mir Fragen stellen könnt oder so bei Google. Ihr könnt es natürlich auch jetzt hier unter das Video machen, genau. Da werde ich auf jeden Fall auch gucken. Und ja. Aber ich glaube, ihr könnt auch so, wenn ihr auf dieses Video klickt, oh, Entschuldigung, da bin ich gerade an die Kamera gekommen, da könnt ihr auf jeden Fall auch, ich glaube, da öffnet sich dann so ein kleines Fenster und da steht direkt zum Hangout gelangen oder so. Und dann könnt ihr dort draufklicken und dann kommt ihr auch auf die Seite. Ja. So, jetzt erstmal so alles gepostet hier. So, ja, 3 Zuschauer. Moment. Ja, dann schreibt mal was. Genau, hier steht dann, bring dich ins Gespräch ein und dann einfach draufklicken und dann könnt ihr auch mit mir schreiben. Ja, und jetzt, ich guck mal. Was es hier denn so gibt? Regisseur? Was ist das? Ich habe Angst, hier irgendwas drauf zu klicken. ja. Ich traue mich nicht. Lustige Hüte und vieles mehr. Ich glaube, das werde ich mal machen. Es lädt. Moment, zum Beispiel gibt es ein Krönchen. Und ich hoffe, ihr seht das. Ja, auf YouTube ist alles ein bisschen versetzt. Und ist ja geil. Oder was gibt's noch? Es gibt noch so eine Krone. Ah, sehe ich nicht schön aus. Oder ja. Oder, okay, das finde ich genial. Ha. Oh, ich muss so muss ich. So, was haben wir noch? Wir haben noch eine Brille. Eine Brille. Oh mein Gott. Oder ein Monokel. Oh mein Gott. Ja. Eine Taucherbrille gibt es auch noch. Ich muss jetzt erstmal alles gucken. Aha! Das ist cool! So cool! Ja, was gibt's noch? So ein Geburtstagskuchen. Aber den muss ich doch erst am Montag bekommen. Da habe ich doch auch Geburtstag. Was gibt's noch? Ah, es gibt noch Sounds. Aber ich glaube, die werde ich jetzt nicht anmachen. Und dann gibt's noch Hintergründe. Okay, das klappt jetzt nicht so wirklich schön.
Cool. Ja, ich bin. Das ist echt nicht. Nee. Ich glaube, da brauche ich dann wie so ein Greenscreen hinten. Okay, Schluss damit. Ja, wie komme ich denn jetzt wieder zu meinen Fragen? Ach, hier. Aber es hat noch niemand gefragt. Fragt doch mal. Geht auf Google Plus und fragt. ja, und es gibt auch noch keine Kommentare unten. Und ich bin schon, ich da war schon 5 Minuten. Ja. Und ich habe heute einen Kuchen gebacken. Ein Zupfkuchen. Und es riecht in der ganzen Wohnung nach Zupfkuchen und das ist so lecker. Aber ich kann ihn auch nicht essen, weil er viel zu heiß ist. Leider. Okay. Ja, was könnte ich noch machen? Ja. Ihr fragt alle nicht. Warum fragt ihr alle nicht? Zwei Nutzer sehen gerade zu. Das ist sehr schön. Also jemand, einer. Weil einer bin ich. Weil ich muss ja das hier alles sehen. Und ja, wo kann ich denn das sehen? Ich verstehe das gerade nicht hier. Also, ihr müsst dann, wenn dann, unters Video schreiben, wenn ihr dann nur auf YouTube bleiben wollt. Ja. Und also einen richtigen Kommentar abgeben. Ja. Okay, dann laber ich über irgendwas anderes. Und zwar, was kann ich noch labern? Heute kam mal wieder Scrubs im Fernsehen, habe ich gesehen. Ich habe schon lange keinen Scrubs mehr gesehen. Ich habe eine Antwort bekommen. Moment. Ja. Ach hier. Auswählen. Jemand fragt, Markus Klenner fragt, kann ich hier eine Frage stellen? Na klar, kannst du das machen. Klar, da freue ich mich sehr. ja. Und ja, jetzt muss ich das hier gucken, wie ich hier rankomme. Oh. Ja, durch den Link kann man dann an dem Hangout irgendwie teilnehmen, lese ich gerade von Philipp. Aber keine Ahnung, ich kenne mich da doch gar nicht aus. Also wenn ihr den richtigen Link irgendwo findet und so, könnt ihr gerne das mir schicken. Zum Beispiel jetzt hier über die Fragen oder auch als Kommentar bei YouTube. Und ja, 4 Nutzer. Nein? Wer ist Nein? Hat mit Nein geantwortet auf mein erster Hangout. Was jetzt Nein? Ah, hier, Markus Klenner schon wieder. Hey, cool, das funktioniert ja. Ja, das funktioniert und ich bin sehr stolz darauf. ja. Und. Ja, was machen wir hier? Ninska ist auch da. Hallo Ninska. So, du hast 2 Fragen gestellt und zwar, was ist dein Lieblingsspiel? Mein Lieblingsspiel ist jetzt, ich glaube, Alice Madness Returns, weil ich das ja auch gerade so als mein Let's Play-Projekt habe und ich finde dieses Spiel so hammermäßig und ja, es ist einfach, glaube ich, mein Lieblingsspiel gerade. So, dann, ja. So, noch mehr.
Fragen. Und es schauen fünf zu, also vier. Bei einer bin ja ich. Warum sage ich auch das auch ständig? Ich weiß es nicht. Ja. Ich freue mich gerade, dass das so schön klappt hier. Und worüber könnte ich noch sagen oder sprechen? Ich habe mir heute die Haare gelockt. Wenn es jemand interessiert. Okay. So. Ja. Ja, was könnte ich noch machen? Ja, ich glaube, durch den Link treten die wirklich bei. Okay, das ist, glaube ich, nicht sehr schön. Also egal, weg damit. Moment, da muss ich das jetzt wieder alles löschen hier. Löschen. Und löschen. So. Ja, Markus. Wie kann ich denn dem Hangout beitreten? Ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Eigentlich wollte ich das ja gar nicht. Eigentlich wollte ich ja nur irgendwie Fragen oder so beantworten und mit euch quatschen. Und aber ich glaube, beitreten will ich gar nicht. Ja. Und ich habe einen Schnauzer. Ich finde das so genial. Okay, weg damit. So, jetzt bleiben wir mal ernst. Jetzt habe ich wieder die Fragen weggemacht. Und es tut mir leid, wenn ich ständig so an die Kamera gelange. Das ist, weil das Kabel so lang ist und über meine Maus hier geht. Und deswegen. So, haben wir denn nicht noch irgendwelche Kommentare hier drunter? Und jetzt sieht man gerade meinen Schnauzer, sehe ich gerade. Ja. So, ich gucke jetzt mal. Aber ja. Ja, was kann ich noch erzählen hier? Ja, fragt nochmal. Ich beantworte alle Fragen, wirklich alle. Na gut, fast alle. Aber die meisten. Ja. Ich weiß gerade nicht, warum ich nicht die Kommentare auf YouTube sehe. Wenn überhaupt welche existieren. Ich hoffe. Und es sind jetzt wieder nur drei Zuschauer. Oh. Ja, ich muss ein Thema finden, worüber ich quatschen kann. Wer schaut denn alles zu? Frage an euch. Wer? Also, ich weiß, dass ich zuschaue, auf jeden Fall. Das ist nämlich der erste Zuschauer und ich habe schon wieder gesagt. Ja, dann. Keine Ahnung. Ihr könnt ja als Kommentar oder so schreiben, ich oder so. Keine Ahnung. So, was gibt's denn noch? Ah ja, Let's Play Poker kommt ja heute Abend und deswegen mache ich auch den Hangout um 15 Uhr, weil ich unbedingt Let's Play Poker sehen möchte. Und es kommt nämlich gerade hier ein Status auf Twitter, deswegen komme ich jetzt darauf. Hier, Markus fragt, woher kommst du? Ich komme aus Sachsen und ich sechsel nicht. ja, ursprünglich komme ich aus Dresden, aber jetzt bin ich in eine andere Stadt gezogen. Ja, aber auch noch in Sachsen. So, ah ja, Ninskas schreibt gerade ich. Schön, Markus schreibt auch ich. Das ist wirklich sehr schön. Das ist ja. Okay, ja, Let's Play Poker. Seht ihr euch auch heute Let's Play Poker an? Das ist ja auch live und ich und es gibt ja irgendwie neue
Spieler dort und ja, auch neue Moderatoren, wie zum Beispiel, also Sarah Zahr ist ja nicht neu, aber ich glaube, oh Gott, wie heißt sie? Maxi oder so? Und dieser Bram von Pete's Meat. Und ja, ich weiß nicht, was ich von den beiden so halten soll. Ich habe jetzt nur kurz so geguckt, also Videos geguckt, wie zum Beispiel bei Last Man Standing habe ich ja den von Pete's Meat gesehen und ich weiß nicht, ich finde Pete's Meat irgendwie so laut. Ich nicht. So, Marco schreibt, cool, ich komme auch aus Sachsen. Yeah, Sachsen. So, irgendwie wechselt das ständig zwischen drei Zuschauern und vier Zuschauern. Warum? Was ist da los? Stürzt es manchmal bei euch ab oder warum ist das so? ja. So. Dann gucke ich jetzt mal bei YouTube, ob ich noch irgendwas Neues bekommen habe hier. Was ist denn das hier? Ständig kommt hier eine Nachricht, mein erster Hangout, und dann hat mit Ja geantwortet auf mein erster Hangout. Was ist das? Was bedeutet das? Dass sie dann daran teilnehmen oder ich weiß es nicht. Jetzt gucke ich mal auf Google Plus, was das vielleicht bedeuten könnte. Und ach so, ja, das steht dann mit werden zuschauen. Ach so. Ah, Teilnahme zugesagt, drei. Aber ich habe doch niemanden eingeladen, oder? Also ich habe nur eine Freundin eingeladen, aber die hat noch nicht geantwortet. Ich glaube, sie arbeiten heute. Aber ja. So. Ja. Was geht noch? Ich finde, das ist ja irgendwie so schade, dass das so versetzt ist, dass das vielleicht gerade mal eine Minute oder so schon davor geschehen ist, so was ich jetzt laber und ihr das dann erst eine Minute später seht. Das finde ich echt schade, weil so kann man dann irgendwie, weiß nicht, da ist es dann richtig schwer, sich dann mit den Leuten zu unterhalten. Und ja, das habe ich auch gestern bei Sabi gesehen. Sie hatten mir ja so die Idee gebracht, das auch mal zu machen. Aber sie hat es halt per Live-Veranstaltung auf YouTube gemacht und ich habe halt Google Plus genommen. Und ich bekomme gerade eine Nachricht. Ach so, meine Schwester hat geschrieben. Ja, ja. Und ich habe mir die Fingernägel lackiert. Aber das ist ja eigentlich Schnuppe, oder? meine Zähne sehen irgendwie so gelb aus hier. Aber die sind gar nicht so gelb heute. Okay, jetzt weiß ich ja, dass wenn jemand schreibt, ja. Wow. Das ist sehr schön. Aber wo kann ich denn jetzt hier die Kommentare sehen? Ja. Also auf YouTube schreibt anscheinend niemand. Und hier bei den Fragen lässt es auch irgendwie nach. Frag doch mal, Ninska oder Markus, fragt mal irgendwas. Ihr seid hier so die Aktiven. ja. Ich glaube, ich trinke mal was. Oh nein, ich mache keine Schleichwerbung, deswegen habe ich ein Glas genommen. Nein, das ist ja. Ich bin ja noch so klein, also ein sehr kleiner YouTuber und ich glaube, da ist das echt unwichtig, ob ich das mache oder nicht. So, hier. Ninska fragt, ich wähle mal die Frage aus. Ich glaube, das könnt ihr dann auch sogar sehen, wenn ich eine Frage auswähle. Und zwar, ich liefere meine Frage nach. Also, hast du ein großes Ziel in deinem Leben? Ja, habe ich. Was? Nur zwei Zuschauer? Warum? Ich verstehe das hier nicht. Ja, Philipp ist endlich angekommen. Hallo, Philipp.
Nee, okay, so, Ninska. Ja, mein großes Ziel in meinem Leben. Erstmal, also ich bin so ein Mensch, der sich immer kleinere Ziele sich vor sich nimmt. Und das ist auch ein sehr guter Tipp. Und zwar, wenn man glücklich werden will, dann ist es eher so, der Weg ist das Ziel. Und deswegen, aber mein größtes Ziel bis jetzt ist, glaube ich, auf YouTube ziemlich erfolgreich zu werden oder eher bekannt. Und ansonsten so meine kleineren Ziele sind halt meine Ausbildung erfolgreich beenden, dann auch mich schon schön und erfolgreich ins Arbeitsleben stürzen und ja, dann ansonsten halt YouTube weitermachen und dann irgendwann mal eine größere Wohnung bekommen. Ja, ihr seht gerade mein Wohnzimmer hier. Und ja, das ist eigentlich so, das sind eigentlich meine Ziele. Und dann natürlich auch Familie irgendwann. Und ja, so, Markus fragt, wie alt bist du? Ich bin gerade 16 und am Montag werde ich 17. So, sehr schön. Jetzt kommen hier auch die Fragen an. Und ja. Mir ist so aufgefallen, oder eher einer anderen Freundin ist aufgefallen, dass ich so YouTuber ständig so die Haare aus dem Gesicht wischen. Und ich mache das auch ständig und es ist so komisch. Ich weiß nicht, warum man das so macht. Das ist irgendwie so ein Reflex. Weiß ich nicht. ja. Also bitte nicht wundern. So, ist hier sonst noch irgendwas? Nö. Ja, ihr werdet wahrscheinlich auch meine Maus klicken hören, weil ich habe mit dieser Webcam meine ersten Let's Plays aufgenommen. Und da hört man halt auch ständig die Maus, aber ich denke, damit kann man leben. So, ja, die Fragen laden nach. Und jetzt bin ich nicht mehr auf meinem Hangout selbst. Also weiß ich gar nicht, wo ich gerade bin. Aber ich ziehe das jetzt durch. Oder ich suche ihn wieder hier. Ja, dann fragt mal mehr hier. Ja, ich glaube, ich muss mal eine Freundin zurückschreiben, weil sie hat geschrieben, geht los. Und ich schreibe jetzt mal, ja, läuft schon. Ja, hallo? Ja, ist irgendwie. Ah, hier, kann man Personen einladen, dann Mikrofon ausschalten, was Bandbreitennutzung anpassen? Was ist das? Okay. Oh. So, Philipp fragt, wie lange hast du denn vor zu streamen? Maximal bis 18 Uhr, weil dein Let's Play Poker anfängt. Ich weiß noch nicht, wie lange ich jetzt aufnehmen werde. Es kommt auf euch an, ob es halt Gesprächsstoff gibt oder nicht, weil wenn es zu langweilig wird, dann bringt es auch dann gar nicht, irgendwie nur hier vorzusitzen und irgendwas zu machen. Deswegen. So. Ninska fragt, welche Eigenschaften kannst du an einem Menschen überhaupt nicht leiden? Das ist eine sehr gute Frage, Ninska. Ich hoffe, dass der Name so ausgesprochen wird. Ja, also Eigenschaften. Ich glaube, ich kann an Menschen überhaupt nicht leiden, wenn sie irgendwie besitzergreifend sind und dann, wenn sie einen immer übertreffen wollen. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ja, ich habe Halsschmerzen. Und derjenige sagt dann, oh ja, ich habe Halsschmerzen, auch und Husten und Kopfschmerzen und Schnupfen und Bein gebrochen und was weiß ich. Also ihr wisst vielleicht, was ich meine, so dass man immer so übertrümpfen muss. Und ja, dann kann ich noch überhaupt nicht leiden, wenn Menschen ständig in ihr Handy gucken, wenn man zum Beispiel in der Stadt ist mit demjenigen und der dann nur so rumläuft und irgendwas macht mit dem Handy und man sagt so zum Beispiel, ja, hier wollen wir jetzt Eis essen gehen und der Mensch sagt dann,
Vielleicht, keine Ahnung, wie du willst. Und das finde ich echt nervig. Ja, ich glaube, das sind so die Menschen. Die Eigenschaften an Menschen, die ich nicht so sonderlich mag. Und ansonsten, ich glaube, ich mag auch nicht Menschen, die dann ständig sagen, oder wenn man sich sowas ausmacht und die dann, und man die dann so fragt, ja, wo bist du? Und die sagen, oh, ja, ich habe doch keine Zeit. Das mag ich auch nicht sonderlich. Und ja, ich habe gerade wieder eine Nachricht bekommen. Ah ja, eine Freundin fragt gerade, wie lang, bin gleich zu Hause. Ja, wie lange? Warte, ich weiß, ich bin gerade so ein Mensch, der auch so das Handy in die Hand nimmt. Aber ich glaube, damit wir halt noch einen Zuschauer mehr bekommen, muss ich das jetzt machen. Also ich nehme schon seit wie viel? Oh, das ging gerade übelst. Gerade hatte ich noch 6 Zuschauer und jetzt nur noch 3. Krass, ey. Ja. So. Ja. Wie lange nehmen wir auf? Eine halbe Stunde. Gut, eine halbe Stunde bis irgendwann. Gut. Gibt es noch irgendwelche Kommentare hier auf YouTube? Ich gucke gerade mal. Ah. Sabi, was ist los? Oh, wie mies bist du denn? Ich muss jetzt essen und danach zur Polizei. Du verarschst mich doch. Was hast du gemacht? Was hast du gemacht, Sabi? Oh mein Gott, warum musst du zur Polizei? Hä? Das verstehe ich gerade nicht. Warum musst du zur Polizei, Sabi? Mann, mach keinen Scheiß hier. Gut. Kommt jetzt noch irgendeine Frage von euch hier auf Google? Alter, Sabi, du machst mir Angst. Mein Gott. Ja, eine Frage an euch. Hattet ihr schon irgendwas mit der Polizei zu tun? Jetzt so tolle Einleitung, ich weiß, aber boah. Also ich persönlich hatte noch nie was mit der Polizei zu tun, zum Glück. Und ich hab's auch nicht vor. Ich bin ein anständiger Mensch. Ja. So, jetzt nur noch 2 Zuschauer. Ich hoffe, es klappt alles. So, jetzt habe ich wieder mein Hangout selbst hier offen. Und ich glaube, jetzt kommt gerade. Keine Ahnung, was kommt. So, 5 Zuschauer. Yay! Und eine positive Bewertung hier auf meinem Video. Ja, das ist sehr schön. Ich danke euch. Aber es sind hier so Personen dabei, die ich noch gar nicht so kenne. Jetzt eine Frage an die Person, die ich noch nicht so wirklich kenne. Ja, seid ihr schon Abonnenten oder wie seid ihr jetzt hier drauf gekommen? Oh, Ninska sagt gerade, mein Vater ist Polizist, also ja. Na gut, das geht natürlich, wenn das dann so ist. Also ich habe auch einen Freund, der ist auch, oder der ist in der Ausbildung zu Polizisten. Das geht na dann natürlich, aber so schlimme Sachen wie zum Beispiel verhaftet werden oder keine Ahnung. Also, das hatte ich auch noch nicht. Wow. Ja. Gibt es sonst noch Kommentare? Also ihr könnt auch ruhig bei, ihr könnt euch ruhig bei YouTube auch hier kommentieren, das sehe ich auch. Ach, Sabi. Sie schreibt gerade, ich will dich doch auch stalken. Nein, ich will dich doch stalken, genau. Ach, Sabi, warum? Dann komm her und lass die Polizei Polizei sein.
Nein. Okay, Philipp schreibt gerade, ich kenne die Polizei auch nur vom Sehen auf der Straße. Das ist sehr gut. ja. Meine Hände sind voll kalt und sonst ist mir warm. Warum ist das so? Mir war halt irgendwie den ganzen Tag lang kalt. Ich weiß auch nicht warum. Tja. So. So, was gibt es denn noch? Oh, zwei positive Bewertungen und fünf Zuschauer. So, gibt es sonst noch hier irgendwas? So, dann fragt mal mehr. So, dann gucke ich noch mal. Aber bis jetzt ist noch nichts Neues gekommen. Okay, ja. Und ich krieg gerade wieder eine SMS oder eher eine WhatsApp-Nachricht, so. Oh, was? Sabi hat mir eine Sprachnachricht geschrieben und dann. Ich habe dir im Stream geschrieben und du ignorierst mich. Nein, ich ignoriere dich nicht. Es ist nur so, dass es halt eine Minute Verzögerung hat, circa. Und dass ihr das dann alles nur eine Minute später seht. Und also ich gehe schon wirklich drauf ein. Keine Sorge, Sabi. Und ich traue mich nicht, die Sprachnachricht anzunehmen und zu hören. Ja. Gibt es sonst noch irgendwas? Ja, Ninska sagt, ich sehe deine Bücher im Hintergrund und die meisten davon kenne ich. Beispielsweise hab sie auch schon gelesen. Meine Frage, was ist dein Lieblingsbuch? Uff, mein Lieblingsbuch gerade. Ich habe gerade keins, weil ich gerade nicht so wirklich Bücher finde, die ich dann auch wirklich lese. Ich habe zwar Der Hobbit mal angefangen, aber da habe ich, glaube ich, auch nur eine Seite gelesen und dann musste ich das Buch schon wegstellen, weil ich dann keine Lust mehr hatte. Ich muss das Buch noch irgendwann mal lesen. Ja, ansonsten, ich glaube, die Bücherreihe oder ja, die Buchreihe Liebe geht durch alle Zeiten, so Rubinrot und so, die mag ich sehr gerne und die habe ich auch, glaube ich, dreimal durchgelesen. Und ja, ansonsten auch noch Percy Jackson. Ich hatte heute mal wieder Lust, Percy Jackson zu lesen. Ja, und ansonsten, keine Ahnung, was habe ich noch? Keine Ahnung. Ja, das ist was. Also ich habe gerade eigentlich überhaupt kein Lieblingsbuch. So, Philipp fragt, wie geht es denn Fridolin? Fridolin? Ich glaube, das war mein Kissen, ne? Ja, ich habe ja mal so ein Gute-Nacht-Video gemacht, oder Gute-Nacht-Video, wo ich meinen Freund vorgestellt habe. Und dem Kissen geht's gut, ja. War das Fridolin? Ja, ich glaube, das war Fridolin, genau. Ja, der Frosch auf dem Kissen. Philipp fragt auch gerade, hast du denn beide Hobbit-Filme gesehen? Nein. Also ich habe mal angefangen, den ersten Film zu sehen, bin aber dann, glaube ich, nach der Hälfte eingeschlafen. Weil es auch schon nicht, weil der Film so langweilig ist, sondern weil ich total müde war und den auch erst abends so gesehen habe. Und deswegen bin ich dann irgendwann eingeschlafen. Und ich habe mich dann so geärgert, weil ich den Film unbedingt sehen wollte. Aber ich muss es noch unbedingt nachholen. Genauso wie alle Herr der Ringe-Teile. Da habe ich auch alles fast wieder vergessen. Ich habe zwar alle drei Teile gesehen. Ich hoffe, es waren drei. Aber ich habe alles wieder vergessen, weil ich habe da wieder Multitasking gemacht und habe nebenbei noch irgendwas anderes gemacht und deswegen habe ich alles wieder vergessen. Also sollte man nicht immer machen, Multitasking. Merkt euch das. Und ich bin schon wieder an meinen Kabel gekommen. So, gibt es sonst noch hier irgendwelche Kommentare? Und ich gucke gerade. Ich bin zu faul zum Tippen, sorry, schreibt Sabi gerade, ja. Oh,
Xinjiang. Wer ist Xinjiang? Totally can't understand your language. Oh, I'm sorry, I'm from Germany and but I can speak English for sometimes, but yeah. I can't speak English so good and but yeah, welcome to my channel here, to my hangout on Google Plus. Okay, so. Ja, jetzt habt ihr mich sogar mal Englisch sprechen gehört. Ich habe ja einen großen Fehler gemacht bei meinem Sims Let's Play. Bei meiner letzten Folge hat Philipp mich sogar darauf hingewiesen. Und zwar sage ich, glaube Future oder so. Aber ich meine halt, dass ich mir Dinge runtergeladen habe. Ich weiß nicht, warum ich Future gesagt habe. Ich glaube, mir fiel kein besseres Wort ein. Und ich dachte, das heißt so. Aber anscheinend nicht. So, 6 Zuschauer, das ist sehr schön. Gibt es denn sonst noch irgendwas hier? Also, ja. So, wo seid ihr denn gerade? Ah ja, hier. So. Gibt es sonst noch irgendwas? Okay, nein. So, ich muss mal wieder trinken. Bob, ich werde deine Frage nicht vorlesen, weil nein. Wie kann man so eine Frage stellen? Das gehört überhaupt nicht hierhin. Nein. Hundertprozentig nein. Entschuldigung, dass ich dich dann so vertreibe, aber nein. Okay, ich kann ja mal die Frage kurz auswählen. Weil ihr werdet die Frage dann wahrscheinlich auch sehen. Nein, 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 nein. Okay. Was, Sabi, wie kommen Amerikaner oder so auf deinen Channel? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie solche Leute auf meinen Channel kommen. Oder auf, eher auf diesen Hangout. Und Sabi, du hast mir gerade auch auf Twitter geschrieben. Was hast du denn geschrieben? Du und ich. Sabi, nein, aus. Ich will solche Worte nicht hier in meinem Hangout haben. Oh, es hat schon wieder nein, jemand nein geantwortet auf mein erster Hangout. Warum nicht? Oder eher, warum habe ich jeden so gefragt? Okay, ich glaube, weil ich es öffentlich gemacht habe. Ich glaube, deswegen. Ja, kommen denn hier noch irgendwelche Fragen? Hallo. Hallo. So. Ein riesvoller Kuchen. Ich habe voll Appetit auf Kuchen. Aber wie gesagt, ich kann noch nicht essen. Alter. Entschuldigung, schon wieder mein Wort Alter. Das wollte ich ja eigentlich einstellen. Ja, sehr schön, ne? was hat Bob denn geschrieben? Und dann der arme Bob begeht bestimmt Suizid wegen dir. Nein, bitte nicht. Aber nein, nein. Ah ja, und ich mag Menschen nicht, die solche Fragen stellen. So. Minska, jetzt hast du deine Antwort auf deine Frage. So, kommt denn hier noch irgendwas? Schreibt mal irgendwas. Okay, nein, ich muss gerade sehen. Das ist nicht eine Minute Verzögerung, sondern ich glaube vielleicht nur 30 Sekunden oder so. Das ist gut, das ist sehr gut. Ja. So, gibt's denn hier noch irgendwas? Auf YouTube? Nö. Nö. Warum auch? Ach Mensch. Ah. Ninska, danke, du rettest mir meinen Tag. Nein, du rettest diesen Hänger. Nein. Okay, und sie schreibt. Moment, ich wähle es kurz aus.
Wer ist dein Lieblings-YouTuber? Oh Gott, das ist auch ständig bei GoSupermodel. Da gibt es auch irgendwelche Dreads mit. Wer ist dein wer ist dein Supermodel, genau? Nein, wer ist dein Lieblings-YouTuber? Und zwar, ich habe sehr viele. Und das ist eins. Gronkh, natürlich. Und ich muss euch was erzählen. Und zwar gestern war ja LPT Live, also Let's Play Together, mit Mafuyu, also Dennis und Rahmschnitzel und dem Fabian Sigismund. Und ja, Gronkh hat nämlich einen Kommentar von mir vorgelesen. Und zwar, ich habe, glaube ich, geschrieben, eine tolle Männerrunde oder so. Und da hat mein Herz aufgehört zu schlagen. Nein, okay, aber ich habe mich jetzt wieder beruhigt. Das war nur so ein Schockmoment, weil ich echt nicht damit gerechnet habe, vor allem mit so einem Kommentar. Vielleicht, weil ich es in den richtigen Moment abgeschickt habe. Gut, ja, egal, meine Lieblings-YouTuber, also Gronkh, dann Sarazar, dann Mrs. V-Dog, dann Darum, ja, ich habe sehr viele, dann Liv Lloyd natürlich, dann wen noch? Mafuyu manchmal, dann Trash Tasmani und wen noch? Gar nichts, mag ich auch sehr gerne. Ja, wen habe ich noch in meiner Abo-Box? Moment, ich guck mal. Ich sehe es gerade nicht. Ah ja, Rob Bubbles. Ich glaube, der hieß so. Dann Pandoria gucke ich auch manchmal. Und Megan Nicole. Das ist so ein Coverstar. Dann auch Christina Crimi, Alex G. und Taylor Ward. Das sind so die. Und ja, das war's, glaube ich. So, dann. Philipp fragt gerade, du willst nicht vielleicht hier exklusiv ankündigen, was für ein Spiel am 12.05. kommt. Ich habe ja bei Twitter oder so angekündigt, dass am 12. oder ab dem 12.05. dann ein neues Let's Play-Projekt rauskommt. Und soll ich es wirklich schon sagen? Soll ich es wirklich sagen? Aber ich bin mir noch nicht sicher, ob das wirklich am 12. kommt. Aber ich denke, wenn alles klappt, wie es klappen soll, dann kommt es auf jeden Fall am 12. raus. Soll ich es wirklich schon sagen, Philipp? Soll ich? Okay, ich sag's jetzt einfach mal. Und zwar werde ich versuchen, The Amazing Spider-Man 2 zu spielen. Ich gehe diese Woche irgendwann mal mit einer Freundin in den Film, sodass ich das dann auch spielen kann. Und ich habe noch nie einen Spider-Man-Teil gespielt. Generell wusste ich auch nicht, dass es solche Spiele gibt. Aber ich werde auf jeden Fall die PC-Version spielen. Ich habe zwar dieses Test jetzt mal bei Gronkh gesehen. Musste sagen, ja, okay, ich bin gespannt und mal gucken, wie es mir dann so gefällt. Ja. So, da hast du deine Antwort, Philipp. So, gibt es sonst noch irgendwas hier? Okay, dann gucke ich jetzt mal auf meinem Handy. Aber meine Nase läuft gerade. Warum läuft meine Nase gerade? Sabi, ich werde es nicht abspielen. Ich traue mich nicht. Das, was gestern kam von Sally und dir. Nein. So. Ja. So. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Worüber könnte man denn sonst noch reden? Das sendet jetzt schon eine Dreiviertelstunde aus. Wow. Sabi schreibt gerade, ich bin weg, muss essen, bis dann, wir sehen uns heute Abend Nacht. Ja, wir haben nämlich vor, wieder was Neues aufzunehmen und es wird wahrscheinlich wieder Minecraft sein. Ja, ich hab sie zwar schon mal gefragt, ob sie vielleicht der Herr der Ringe online hätte, weil das wäre ja was Neues, aber nö, hat sie nicht und hat sie auch nicht vor, sich zu holen. Da kann man nichts machen. Also wird wahrscheinlich irgendwann mal wieder Minecraft kommen. Ansonsten
Auf Facebook ist ja nichts los, da habe ich ja nur 10 Leute, die meine Seite geliked haben. Also wird da nicht so viel erscheinen. So, ansonsten auf Twitter kommt auch nichts, wie erwartet. Aber hier bei den Fragen auf Google Plus muss doch mal was kommen hier, Leute. Was ist denn euer Lieblingsfilm? Sagt mal. Schreibt's mal in die Kommentare und das Video oder halt bei den Fragen. Schreibt einfach mal, welche Filme ihr so mögt. Macht mal. So. Ansonsten, gibt es sonst noch hier irgendwas? Wir sind gerade 6 Zuschauer. Das ist sehr schön. Also 5. Zusammen 6. Und ja. Ich frage mich gerade, warum hier auf Google Plus meine Qualität, meine Videoqualität so gut ist und dann auf YouTube so echt krass schrecklich ist. Das frage ich mich echt. Vor allem die Kamera ist ja schon HD, also 720. Und irgendwie sieht das auf YouTube so aus, als wäre es gerade mal 260 oder so. Oder was ist das? Irgendwie 240. Ich verstehe es nicht. Und hier bei Google Plus ist alles so richtig toll. Eine richtig tolle Qualität, aber. Na gut. So. Ja. Ansonsten. Mir läuft gerade wirklich die Nase. Ich weiß gerade nicht, warum. Ich will es nicht. Es soll es nicht. So, Ninska schreibt, mein Lieblingsfilm ist Ted. Ich muss gestehen, ich habe Ted gerade mal einmal gesehen. Und mich hat es jetzt nicht so umgehauen. Also es gibt viel bessere Filme, die ich oder die ich mag. Zum Beispiel Iron Man. Ich glaube, mein Lieblingsfilm selbst ist Iron Man. Und was habe ich noch hier? Also eigentlich mag ich sehr viele Filme. Ich kann es gar nicht sagen, was mein Lieblingsfilm ist. Also ich mag sehr viele Marvel-Filme. Und The Avengers mag ich auch sehr. Es ist ja ein Marvel-Film, aber so jetzt von einzelnen Filmen her. Und ja. Ja, ansonsten. Transformers mag ich auch sehr gerne. Harry Potter, Narnia und Spieglein, Spieglein mag ich sehr gerne. Dann, ja. Mehr habe ich hier gar nicht an Filmen. Ich gucke gerade meine DVDs hier, aber ich habe nicht so viele DVDs. Okay, ich musste das jetzt wieder machen. So, zurück zu den Fragen. Philipp schreibt, Lieblingsfilm ist schwer zu sagen. Ich bin mehr der Serientyp, aber ich habe damals als kleiner Bub immer gern Star Wars gesehen. The Avengers und District 9 fand ich auch sehr gut und den zweiten Hobbit. Ja, Serien. Serien sind auch sehr schön. Ja, ich gucke How I Met Your Mother sehr gerne. Ich glaube, das ist auch meine Lieblingsserie zusammen mit Grey's Anatomy und New Girl. Und ja, so. Ansonsten Star Wars, ja. Mein Vater ist ein sehr großer Star Wars-Fan und der muss immer, wenn wir Star Wars irgendwie zusammen uns ansehen, muss der dann erstmal allen erklären, wer wer ist. Weil, also zumindest meiner Mutter, weil die fragt dann immer, ist das Luke Skywalker? Und er so, nein. Das ist Obi-Wan Kenobi oder so. Also. Aber ich finde bei Star Wars den Jabba Binks richtig niedlich. Und wir vergleichen immer unseren Hund Lilly damit, weil die auch solche Ohren hat und auch immer so manchmal so läuft. Das ist richtig niedlich. So.
Ninska, ich bin mal Französisch lernen und wünsche dir noch ganz viel Spaß beim Hangout. Ja, ich wünsche dir ganz viel Erfolg beim Französisch lernen. Ich wollte auch gerne Französisch können, aber ich kann es nicht. Ich kann nur Englisch. Ja. Ich habe mir schon überlegt, ob ich mal eine neue Sprache lerne, aber ich glaube, ich bin nicht so der Lerntyp. Ich glaube, ich kann nicht so gut Sprachen lernen. Englisch hat auch 9 Jahre gebraucht, bis ich es dann endlich kapiert habe, dass es auch einfach geht. Ich war immer so der Meinung, ja, es müssen ja immer die neuesten Vokabeln in dem Satz sein und verwendet werden. Aber dann, seitdem ich in der 9. Klasse in England war, da habe ich dann noch so festgestellt, ich verstehe die Menschen und ich kann es ja auch vereinfachen. Und seitdem war ich auch richtig gut in Englisch. Ich habe sogar eine 2 in der Englischprüfung gemacht, glaube ich. Also ich weiß es nicht ganz, zumindest die mündliche war sehr gut. Und die Lehrer alle, die standen so, oder die saßen so da, als sie mich so gehört haben, weil ich habe richtig losgeschnattert. Und wir mussten ja, also wir waren ja so Gruppen, wir waren zu dritt. Ja, alle anderen zu zweit, weil es sonst nicht aufging auf unsere Klasse. Und da mussten wir uns dann so unterhalten. Wir hatten zum Beispiel das Thema Nebenjobs. Dann haben wir uns halt über Nebenjobs unterhalten. Dann war halt noch der Vortrag, aber ich glaube, mein Vortrag war nicht so prickelnd. Aber ja, und ansonsten, ja, die Frau Klinger, das ist meine Englischlehrerin gewesen, die war wirklich sprachlos. Und auch meine Klassenlehrerin kam dann an dem nächsten Prüfungstag oder so, kam sie dann auch zu mir und hat so gesagt, ah oh ja, Saskia, ich bin ja total sprachlos. Die Frau Klinger, die schwärmt total von deiner Englischprüfung und du hast dich richtig gut gemacht. Und liebe Klassenlehrerin, ich kann sagen, das war durch meine Ausbildung. Also ja, was wollte ich gerade sagen? Ich habe gerade so eine Frage gelesen. Ja, also es war Mist. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ah ja, genau, meine Ausbildung. Und zwar war das dann diese Zeit mit dem Vorstellungsgespräch und Einstellungstest. Und da bin ich auch schon gewachsen und ich war immer total recht schüchtern. Sehr schüchtern, wirklich sehr, sehr schüchtern. Also es hat sich zwar gebessert jetzt im Laufe der Schuljahre, aber ich war wirklich sehr schüchtern und ich habe Schule gehasst und ich wusste nie, wie ich mich ausdrücken sollte und wie ich richtig rede. Und ich habe auch nicht geglaubt, dass ich eine schöne Stimme hätte. Meine Klassenlehrerin hat mir das wirklich bei jeder Zeugnisausgabe so eher gesagt, ich hätte eine schöne Stimme und dass ich doch mehr sagen soll. Und aber irgendwie habe ich es nie geglaubt und jetzt glaube ich es. Deswegen habe ich auch mit Let's Plays und meinen Videos angefangen, weil meine Stimme ja anscheinend doch schön ist, sagen sehr viele, die diese Videos sehen. Ja, also meine Lehrer waren sehr erstaunt über mich und auch irgendwie stolz. Und das ist richtig schön. Ich vermisse die Schule. Gut, so, Philipp schreibt, Jar Jar Binks ist der meistgehasste Charakter der Star Wars-Geschichte. Echt? Ich habe den immer total geliebt. Und genauso wie meine Eltern. Also, ich weiß nicht, ist es wirklich der meistgehasste Charakter? Weil ich finde den irgendwie so niedlich. Was ich nicht verstehe, ist dieser komische Roboter. Weil alle sprechen so mit dem und sprechen so, dass sie den auch verstehen. Und ich konnte nicht. Und ich selbst, also man kann ja den Roboter überhaupt nicht verstehen. Und ich konnte das auch nie verstehen. Warum diese Menschen mit diesem Roboter sprechen können. Ich glaube, das war R2-D2? R2-D2? Keine Ahnung, wie der hieß. Ich gucke das auch nicht. Ich gucke kein Star Wars, aber ich kenne so manche Charaktere und ich habe auch manchmal mitgeschaut. Aber nicht alles. Ja, ich glaube, ich habe immer den ersten Teil gesehen und den neueren. Weil das ist ja irgendwie so total durcheinander und ja. Also ich habe irgendwie immer die gleichen Folgen gesehen.
So, Philipp schreibt, Game of Thrones ist meine Lieblingsserie. How I Met Your Mother, meine Lieblings-Sitcom. Ja, Game of Thrones kenne ich nicht. Kenne ich überhaupt nicht. Ich bin auch nie darauf gestoßen. Also, ich habe es ja jetzt immer so gehört, aber irgendwie, nö, hat mir nie so zugesagt. So, ja, jetzt geht's doch. Jetzt sage ich, also jetzt spreche ich auch schon 54 Minuten oder mehr. So. Was hat der gemacht? Es war gerade wieder jemand, der entweder ja oder nein auf den Hangout geantwortet hat, also ob er daran teilnimmt, aber irgendwie konnte ich das nicht sehen, ob ja oder nein. Naja, gut. So, gibt es denn sonst noch irgendwas hier? Irgendwas auf WhatsApp ist auch nichts los. Auf Twitter sowieso nicht genauso wenig wie Facebook. Was? Also auf Twitter habe ich gerade irgendwas von Gronkh gelesen mit was Kleines und. Ach, herrje, was ist das denn? Er hat geschrieben, wird nur was Kleines, bin ja noch am Rumtesten, Schnippel. Was ist das? okay. Ich weiß gerade nicht, was das ist. Ich muss mal das Bild öffnen. Und. Ja, Gronkh, da hast du recht. Merken, Instagram-Filter auf Videosnapshots sehen dezent übertrieben aus. Ja, da hast du definitiv recht. Was ist das denn? Irgendein Parfüm oder so? Sieht so aus. Ah, ich habe keine Ahnung. Ist ja auch egal. So, ja, gibt es denn hier sonst noch irgendwelche Fragen? Fragt oder Themenvorschläge, worüber ich dann quatschen kann. anscheinend nicht. Warum nicht? Okay. So, dann los jetzt. Diese Strähne regt mich gerade dezent auf. Aber ganz dezent nur. Ich habe vor, zum Friseur zu gehen, aber wann weiß ich noch nicht. Und YouTube lädt richtig lange nach gerade. Das geht gar nicht. Ah. Gut, haben wir hier sonst irgendwelche Fragen noch? Hallo? Kuckuck. Seid ihr noch da? Oder rede ich schon zu lange? Wie gesagt, bis 18 Uhr habe ich Zeit. So. 19 Views hat mein Ankündigungsvideo erhalten. Das ist sehr schön. Ich würde ja gerne auch mal bei Let's Play Poker mitmachen, wenn ich ehrlich bin. Ich sitze dann immer so davor und ich will auch. Aber ich verstehe Poker nicht. Ich glaube, ich würde dann lieber auf der Moderatoren-Couch sitzen und irgendwas machen und moderieren. Ich glaube, mein Traumjob. So, Philipp, fragt gerade, ist doch noch wer da? Wir sind zwei Zuschauer, Philipp, also anscheinend nicht. Ja. Dann frag du doch mal eine Frage. Du hast doch immer so schöne Fragen, Philipp. Und ich habe 47 Abonnenten statt 48. Warum? Sie mögen mich nicht. Sie mögen dieses Hangout nicht. Das denke ich immer, wenn irgendjemand dann deabonniert. Dass sie dann irgendein Video nicht schön fanden und dann plötzlich deabonnieren. Ich kann sie verstehen. Und deswegen abonniere ich auch nur Leute, die ich mir dann wirklich auch eine Zeit lang angucke. Weil ich mag es nicht, wenn ich dann irgendwelche Leute deabonnieren muss, wenn. Ja, wenn ich sie nicht mehr gucke. Ich habe jetzt schon
recht viele wieder aus meiner Abo-Box gelöscht. Aber ich habe da immer so ein schlechtes Gewissen, dass ich das eigentlich nie mache. Deswegen abonniere ich auch nicht Taddle, Sabi, falls du das irgendwann mal siehst. Deswegen abonniere ich ihn einfach nicht, weil ich mir noch nicht sicher bin, ob ich dann auch ihn weiterhin gucke. Und wenn ich dann jeden abonniere, den ich irgendwie antreffe, dann kann das echt viel werden. Und ich bin dann auch der Meinung, wenn ich die Videos nicht gucke, warum sollte ich sie dann abonnieren? Also, ja, ich bin halt so ein Mensch, der dann immer so ein schlechtes Gewissen hat, wenn er das tut, weil ich persönlich mag es auch nicht, wie ihr jetzt zum Beispiel seht, wenn einer deabonniert, dann bin ich total traurig. So. Ja, jetzt nur noch ein Zuschauer. Ich glaube, ich beende das jetzt hier mal. Wir können es ja auch noch mal öfters machen. Ich werde dann halt noch ja, für den die Großen merken es ja eh nicht, wenn jemand das Abo löscht. Aber für mich ist es nicht toll. Echt nicht. Und auch für Große, die sehen ja dann auch Tag für Tag, wie viele D-Abos die haben. Oder mehr Abos. Und weiß nicht. Jeder Einzelne kann entscheiden. So denke ich immer. Und ja, so. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt diesen Hangout beenden und ich hoffe, er hat euch wenigstens ein bisschen gefallen. Wir können es natürlich auch wiederholen. Ich habe vor, das jetzt mehr zu machen, weil ich jetzt auch weiß, wie es geht. Und ja, eine Stunde labern muss erstmal reichen. Und vielleicht sind wir dann auch noch ein bisschen mehr Zuschauer geworden. Bis zum nächsten Mal. Und vielleicht kommen dann auch mehr Fragen und mehr Kommentare darauf. Und ja. Und ich muss jetzt erstmal meine Nase schnauben gehen. Kann das sein, dass ich etwas verschnupft klinge? Ich hoffe nicht. Weil ich habe eigentlich keinen Schnupfen. Gut, also dann sage ich jetzt mal schon mal Tschüssi und dann sehen wir uns vielleicht bei meinem neuen Projekt wieder, vielleicht auch bei meinem alten. Dann dienstags natürlich auf meinen, also zu meinem neuen Video. Da werde ich dann wahrscheinlich eine bessere Qualität haben, weil ich dann die Kamera am Montag hole und ich kann kaum mehr Luft holen. Gut, also dann sage ich euch noch Tschüssi und viel Spaß noch und einen schönen Tag und ja, Philipp schreibt dann, wünsche ich dir auch einen schönen Tag. Wir schreiben uns und ja, dann würde ich jetzt mal sagen, Tschüssi. Hihi. Hihi.